Man muss sagen, die beiden haben recht. Was für ein geiler Start in dieses Jahr. Ich bin noch gar nicht richtig ready. Ich habe noch das Gefühl, als wäre ich im Oktober 22. Ich hänge zurück, muss man sagen. Und Leute, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe abgenommen. Habt ihr selber gemerkt? Die eine Hälfte, wuhu, die andere Hälfte, wuhu, krass. Wie fett war der vorher, Alter? Heftig, das ist ja Wahnsinn. Ist tatsächlich ein sehr trauriger Grund, warum ich abgenommen habe. Wollt ihr es hören? Ich würde es jetzt heute erzählen, weil wir heute unter uns sind. Ich habe mal 116 Kilo gewogen. Und das Problem, dass du da klatschst, ist nett. Oh, weniger als ich. Nein, das größte Problem war für mich, als ich 116 Kilo gewogen habe. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ja, und dann habe ich 20 Kilo abgenommen. 20 Kilo. Nein, da müsst ihr nicht klatschen. Nein, aber Leute, realisiert doch mal, was das für ein Moment ist, wenn du 20 Kilo extra dafür abnimmst, du ziehst dich nach 20 Kilo ab, beziehst dich nackt aus, guckst stolz runter und realisierst, aha! Daran lag's nicht. Das ist schön. Aber ich bin sehr froh, dass du eben gerade hier in der ersten Reihe jemand gerufen, Eiersuche. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Eiersuche. Ich mache hier die Witze, okay? Alles klar. Und ich bin letztes Jahr 30 geworden und wir haben echt eine große Feier gemacht. Das war total cool, weil jemand anderes ist noch 70 geworden und jemand anderes ist noch 50 geworden in der Familie. Wir haben bei mir zu Hause gefeiert. Müsst ihr euch vorstellen, ich mache alles fertig, alles war cool, ich habe alles so sauber gemacht und so weiter. Sogar, dass meine Mutter so hätte machen können. Aha, ah, scheiße, sauber. So, weißt du? Wer kommt 3 Stunden zu früh? Meine Mutter. Ja, aber sie hat selber gecheckt, dass es falsch war. Sie so, oh, stört's dich, dass ich zu früh bin? Ich sag, nein, komm doch das nächste Mal noch einen Abend vorher. Dann hättest du hier schlafen können. Zieh doch gleich hier ein. Boah, war die angepisst. Aber nicht so, wie als ich Kind war. Weil heutzutage mit 31 ist meine Mutter anders angepisst. Die implodiert so vor sich hin, so durch meine Wohnung. So, kann ja voll, man versteht kein Wort. Also, teilweise sollst du Wörter verstehen. So, das ist so undankbar sein. Ich hab alles für dich gemacht. Du hast dir in die Hose gekackt. Ich hab das weggemacht. Es war mir egal, dass du in der 8. warst. Krass, so ein Friesenlacher hier. Ja, normal. Ja. Meine Mutter völlig durchgedreht, sitzt bei mir in der Küche und macht so. Ich sag, Mama, was ist los? Nee, das kann ja wohl nicht wahr sein! Ich komme hier extra früh, um dich zu unterstützen und du schreist mich hier! Das kann ja wohl alles nicht sein! Ich sag, Mama, beruhig dich! Nein! Ich bin deine Mutter und ich entscheide, wann ich hier erscheine! Und das war mein Moment, Leute. Auf den Moment habe ich mein Leben lang gewartet. Meine Mutter sitzt in der Küche, ich guck sie an. Mama! Und sie, was? Und ich so, solange du deine Füße unter mein... Man muss nichts sagen. Ich habe so gefeiert, ey. Das war ungefähr 4,5 Sekunden lustig, bis mich darauf hingewiesen hat, dass das ihr Tisch war, aber sonst... Aber alles verändert sich, Leute. Um mich rum, alles verändert sich. Ich bin jetzt 31 mittlerweile.